Sie betreiben mit Google News nicht das einzige, aber eines der bedeutenden Suchportale für Neuigkeiten. Und jetzt ist es so, dass nicht alle Verleger in allen Ländern gleich auf das reagieren. Teil reagieren freundschaftlicher, gehen auf Zusammenarbeit, andere suchen mehr Konfrontation, auch gerichtlich teilweise. Wie haben die Schweizer Verleger auf das Google News reagiert? Wir sind im Moment mit den Verlegern im Gespräch und da findet angeregte und interessante Diskussionen statt. Und aus aktuellem Anlass kann ich natürlich im Moment nicht mehr dazu sagen. Aber Sie würden sagen, dass der Kurs im Moment eher freundschaftlich verläuft? Also ich glaube, die Tatsache, dass wir ein Gespräch haben, ist ein sehr positives Signal. Und Sie haben ja jetzt da, denke ich, wenn Sie die Leute treffen, da auch Zeit für das eine oder andere Gespräch im informellen Rahmen, nehme ich an. Ich glaube, es ist eine sehr gute Plattform, um den Leuten zu erklären, was wir machen. Da wir über Google News auch sehr viel Traffic auf die News-Seite generieren, wo sehr, sehr wertvoll ist. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Gelegenheit, um das können zu erklären, wie das genau funktioniert und welchen Wert wir den Publishers auch bringen. Haben Sie das Gefühl, dass da zum Teil einfach noch Missverständnisse vorhanden sind? Ich denke, mit Gesprächen kann man sicher, wenn es irgendwo Fragen oder Missverständnisse gibt, die dann auch ausräumen. Ja. Jetzt, ich weiß nicht, ob Sie auf da etwas sagen wollen, aber wenn jetzt ein Abkommen so könnte aussehen, wie Google sich das wünscht, wie würde es aussehen? Bei uns ist es grundsätzlich so, dass wir die News-Plattform haben und Verleger dadurch natürlich Traffic bekommen. Und es ist so, dass im Moment natürlich über Abkommen nicht diskutiert wird, respektive wir stellen die Plattform zur Verfügung und schlussendlich geht es darum, für die Verleger herauszufinden, wie man die Plattform optimal für sie, also wie sie sich die können, zunutze machen. Also Sie wären bereit für eine Zusammenarbeit mit den Verlegern? Also es existiert ja in dem Sinne Zusammenarbeit, in dem Sinne, dass sowohl NZZ wie auch 20 Minuten und Le Matin und auch andere sehr viel Traffic über Google News bekommen. Und in dem Sinne Zusammenarbeit existiert. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass das Zusammenarbeit ist, wo denke ich, für beide Seiten am sinnvollsten ist, dass sie relevanten Traffic auf ihre Seiten bekommen.